Swallow, wir machen weiter. Bei Jump 2, letztes Mal haben wir die Special World in Anführungszeichen abgeschlossen, auch wenn uns da natürlich noch Level fehlen, wie zum Beispiel Disco Dynamite. Aber theoretisch könnte man ja sagen, das Cape Level war das Schlimmste des Hacks. Damit kannst du es nur noch besser werden. Nein, wir werden mal gucken. Disco Dynamite jedenfalls jetzt als nächstes. Okay. Was soll ich hier tun? Muss ich? Will ich die kaputt? Ich brauche die, oder? Weil ich komme ja sonst hier nicht. Ach so, ich muss hier einfach nur überleben. Okay, ich dachte, ich brauche die Disco Shell. Oh, vielleicht. Oh, ich muss beides. Ich muss die Disco Shell am Leben lassen. Oh no. Und gleichzeitig den hier überleben. Jetzt kommt hier nämlich eine Bombe und wenn die Bumm macht, ist der Stein weg. Yes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann behalten wir den Rest des Levels über. Das war nicht so gut. No. Hier zurückspulen ist auch, na toll. Hätte ich auch gleich von vorne wieder starten können. Ach, nee, wir starten von vorne. Ich werde bekloppt mit dem Zurückspulen. Kann ich es nicht vielleicht sogar erreichen, dass die Disco Shell da oben drin bleibt? Zieht die wirklich gleich runter? Ja, die zieht gleich runter. Na gut. Nein, du musst hier bleiben. Nein! Das ist genauso kacke. Nein, jetzt zieht die da wieder runter. Ich kriege hier gleich Zustände. Jetzt macht's bumm. Ich darf nicht jetzt schon runterfallen. Was ist das denn für ein... Warum setze ich denn den? Ah! Es bringt hier nichts zurückzuspulen. Es bringt einfach hier nichts zurückzuspulen. Vielleicht soll ich nicht so viel Spin-Jumpen an der Stelle. Sondern es lieber über... Ich kann hinspulen, wo ich will. Oh Gott, ich kriege hier gleich wieder Zustände. Ah. So ein hektischer Blödsinn. So, geht doch. Einfach mal ruhig spielen, Menschenskinder. Sie ja keiner angucken, was ich hier treibe. So. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? What?
Okay, also wichtig, schnell bis hier hinnehmen. Alle, komm halt einfach mit. Ach so, die Shell geht in der Lava kaputt, aber ich nicht. Dude, dieser Scheißfisch. Jetzt kommt der Koopa raus, na klar. Machen wir es doch erst so. Auf Wiedersehen. Jetzt erkenne ich erst das Lied. Lol. That's cool. I like it. Und nein, ich like es überhaupt nicht. Was ist hier wieder los? Das soll sicherlich noch nicht passieren. Ich weiß halt nicht, wohin die Shell soll. Soll die so, dass der Koopa sie essen kann? Wahrscheinlich soll der Koopa die Shell essen. Ich denke, das soll sich verwandeln. Jetzt macht er gar nichts mehr. Ah, jetzt. Der Yoshi darf nicht Yoshi werden. Hier müsste jetzt die Disco-Shell mir den Weg aufmachen. Ich kann mir zwar selber den Weg aufmachen, aber jetzt komme ich nicht mehr durch. Ah. Moment, das heißt, ich muss verhindern, dass Yoshi isst. Hat jetzt genug schon gegessen? Auch zu essen. Nicht den! Da ist aber auch das Teil. Nein, Yoshi muss vorher gegessen haben. Ich raff gar nichts mehr. Weil so ist er ja auch die Disco-Shell. Und das soll er eben nicht. Was ist hier? Shit, ich hab's verstanden. Ich war zu langsam. Ja, ich sehe schon, ich kann leichter von vorne starten. Der Typ da drin darf nicht rauskommen. Ah, das wird eine verdammt knappe Geschichte. Dann hochwerfen. Okay. Nein! Yes! Nein! Wait, der fällt ja raus. Wait, wie? Moment. Hä? Stimmt, der kann da oben. Der kann da oben ja gar nicht laufen. Was soll ich denn dann hier machen? Wofür ist der ganze Quatsch hier? Wofür ist das alles hier?
Wofür ist das hier? Scrollen kann ich nicht. Wofür ist die Bombe da? Ich dachte, ich hab's verstanden. Ich hab gar nichts verstanden. Ich hab überhaupt nichts verstanden. Was soll die Bombe mir nützen? Was soll mir der blaue Block hier nützen? Nehme ich den erstmal mit. Ohne den zu killen. Dann kann der hier schon mal aufmachen. Lebt der Cooper da oben jetzt noch? Entschuldigung. Ja. Läuft aber direkt Yoshi in die Arme. So. Jetzt ist das Ding. Ah! Jetzt habe ich es gerafft. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Komme ich an den P-Switch, ohne oben zu landen? Müsste gehen, oder? Ein ganz kleiner Sprung. Wenn das nicht geht, habe ich ein Problem. Shit. Ich dachte, das geht. Wenn ich oben bin, ist zu spät. Ich will da noch nicht hoch. Ich will aber den P-Switch drücken. Shit. Das Ding ist, wenn Yoshi jetzt groß wird, bevor der da reinläuft, dann könnte ich oben meine Disco bauen. Und so kann ich das noch nicht. Yoshi muss noch eine Sache essen. Und die muss irgendwo herkommen. Und es könnte diese blaue Shell da oben sein. Aber dafür müsste ich den P-Switch auslösen. Aber um den P-Switch auszulösen, müsste ich da hoch. Und ich will da noch nicht hoch. Ja, das heißt, ich will nicht. Ich darf da noch nicht hoch. Ich meine, ich kann den, glaube ich, auch so offscreenen, dass er noch lebt. Ja! Ja, komm, dann machen wir es halt so. Scheiß drauf. Dann machen wir es halt. Ah, fuck, jetzt sind die, kommen die nicht wieder, ne? Okay, das ist jetzt natürlich
ein kleines... Nee, es passt. Es passt nicht. Moment, aber wenn der jetzt eh am Leben... Ich glaube, jetzt habe ich es eh geprojekt. Jetzt kann der ja da durchlaufen. Ja, jetzt habe ich es eh geprojekt. Ist egal. Komm her. Jetzt hat sich nämlich hier die Shell verabschiedet. Ja, jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Ich hoffe, es geht noch. Ja, es geht definitiv noch. Okay, wir haben es geprojekt. Gut, soll mir recht sein. Oh, Glitchwissen, danke. Na, wenn der Offscreen der Yoshi was isst, dann wird das Sprite nicht gekillt. Dann kommt es immer wieder. So kann man mit einem einzigen Koopa, wenn man das richtig screent, den kompletten Yoshi füttern. Lel. Okay, aber ich habe keine Ahnung, wie es wirklich gedacht wäre, das Rätsel. Ist mir recht, wenn ich es breaken kann. Ist mir recht. So, was willst du von mir? Da ist Yoshi drin. Was ist da drin? Da ist Yoshi drin. Was ist hier drin? Nichts. Ich könnte mir gerade ein unsichtbares Yoshi generieren, ne? Ich weiß nicht, ob ich das soll. Und das weiß ja eigentlich keiner. Aber why not, ne? Okay, der bringt mich auf die Höhe. Hui! So ist es natürlich nicht gedacht. Oh! Was ist mit dir kaputt? What? Also irgendwie muss ich mit dem... Was will ich mit dir? Was ist da drin? Ah, das kann ich mit dem Schlüssel ja auch angucken, was da drin ist übrigens. Gut. Gucken wir erstmal, was da drin ist. Kann der mal aufhören, den Screen ständig? Oh mein Gott. Wir werden es nicht erfahren, wenn ich jetzt nicht ungeduldig bleibe. Eine Shell, an die ich ja eh nicht rankomme. Außer mit einem Yoshi. Ja, ich gehe nicht umbringen. Wir verfolgen nochmal die Idee mit dem unsichtbaren Yoshi, würde ich sagen. Wie kriege ich das hier weg? Dafür brauche ich schon diese dafür brauche ich die Shell da drüben. Dafür brauche ich die Shell da drüben, weil sonst kriege ich das hier nicht weg. Und ich muss sofort den Yoshi hier auslösen, sonst wird der obere Yoshi ausgelöst. Okay, verstanden. So. Warum auch immer ich hier essen sollte, will ich nicht. Ich will irgendwas mit der machen. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas will ich mit der machen. Ich will die nicht. So. So. Mit der könnte ich das auslösen. Aber. Ne? Komm halt dann nicht ran. Ran käme ich dann nur mit einem Yoshi nachher. Im Endeffekt. Also, was will ich mit dem jetzt? Oh.
kann er auch nicht kaputt machen. Will ich seine Explosion für einen Spin-Jump nutzen? Irgendwie so. Nee. Oder will ich mit ihm? Ich muss ja irgendwie den Block da drüben auslösen. Für was ist die Bombe gut? Ich kann den Block halt noch nicht aus. Aber wenn ich mit der Bombe dahin gehe, habe ich keine Möglichkeit zurückzugehen. Na, den zündet jetzt in die Lava. Wait, what? Mehr zurück. Ist das so? Der explodiert dann aber auch nicht. Was soll ich hier tun? Ich hab's nicht. Nee, ich soll das mit dem Schlüssel machen. Aber ich muss irgendwie verhindern, dass der Yoshi... Ich muss mit der Bombe den Yoshi holen und dann habe ich den Schlüssel noch. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Okay. Mit der Bombe hole ich den Schlüssel. Yoshi. Und am Anfang muss ich mit dem Schlüssel die Blöcke aufwerfen. Jetzt ist ein Schuh draus geworden. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt passt die Geschichte. Und jetzt kann ich mit... Ja, jetzt ist alles easy. Jetzt kann ich hier den hier machen, mache ich den hier. Und dann reiten wir auf dem Schlüssel ins Abendland zurück. Ja, das war jetzt natürlich das Puzzleteil, was wieder gefehlt hat. Ne? Man nicht selber auf dem Schlüssel mit Pferd, sondern sich bewegen muss, ist kritisch. Nein. Viel zu spät. Nee! Nee, schaffe ich nicht. Kacke. Schlechter State. Alter. Ja, aber was soll ich denn? Wie soll ich denn jetzt... Yoshi kann nicht überleben. Ich glaube, Yoshi kann nicht überleben. Dafür sind die Dinger da, weil mit Yoshi funktioniert es nicht. Ja, okay. Okay, und jetzt darf ich nicht stoppen. Jetzt muss ich die Disco-Shells da durchziehen. Okay, verstanden.
Sobald ich anhalte. Bei kurz anhalten darf ich vielleicht sogar. Ich muss sogar anhalten, weil ich brauche die Bombe. Lul. Okay, hier kann man erstmal speichern. Kann ich die eigentlich auch einzeln so ein bisschen getrennt von den. Ne, die fallen sich ja exakt gleich. Okay, verstanden. Oh boy. Ah, jetzt kann ich eine killen, oder wie? Ah, okay. Ziel! Yes! Was ein dummes Level. Entschuldigung. Oh Mist. Okay, verstanden. Auch der Rest vom Level ist nochmal dumm. Yes! Oh! Das war ein ziemlich aggressiv machendes Level. The Bridgekeeper's Third Question. Natürlich. Nächstes Mal nochmal ein Morsel-Level. Danke fürs Zuschauen. Wobei, das andere Morsel-Level hier oben war ja sogar cool. Und tschüss.